Wenn wir denn ernst nehmen, was wir den Menschen immer wieder sagen, wenn wir denn ernst nehmen, dass Kinder unsere Zukunft sind, dann müssen wir uns auch alle zu dieser Zukunft bekennen. Dann müssen wir für den Landkreis Osnabrück sicherstellen, dass wir Krippen flächendeckend bauen und dass jede Mutter verantwortungsbewusst, ohne Angst zu haben, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird, ihr Kind in eine Krippe bringen kann, einen Arbeitsplatz nachgehen kann und in eigener Verantwortung darüber bestimmt, wo das hergeht. Und die anderen Länder Europas beweisen es, und die Stigmatisierung in unserem Land muss endlich Schluss sein. Und konservative Politik, die das stigmatisiert, muss vom Tisch. Und hier müssen wir ein klares Signal setzen, und das haben wir als Kreisausgleich. Alten- und Pflegebereich. Ihr wisst, dass in diesem Land mittlerweile 25% der Bevölkerung über 60 Jahre sind. Das ist eine wunderschöne Leistung eines funktionierenden Sozialstaates. Ich möchte an dieser Stelle dringend darauf hinweisen, Genossinnen und Genossen, lasst euch nicht darauf ein, dass wir uns diesen Sozialstaat kaputt reden. Es ist immer noch ein funktionierender Apparat, der Geld braucht. Das Geld muss erwirtschaftet werden und wir müssen die Quellen auftun, um dieses Geld strömen zu lassen. Aber es ist ein funktionierender Apparat, und Sozialdemokratie ist die Partei, die dafür steht, dass dieser Apparat funktioniert. Und unsere Genossinnen und Genossen in Berlin, angeführt vom Sozialminister und vom Finanzminister, sorgen dafür, dass dieser Apparat läuft. Und wir müssen den Menschen deutlich machen, dass wir für diesen Sozialapparat stehen. Und dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass die älteren Menschen unserer Generation eine Zukunft haben. Und zwar eine gemeinsame Zukunft mit den Kindern. Und wir wollen, dass Kinder lachen, wir wollen, dass Kinder schreien, und wir wollen, dass ältere Menschen und Kinder in diesem Land gemeinsam alt und groß werden können. Und deswegen hat eine ganz, ganz tolle Kollegin im Kreistag eine wunderschöne Initiative gestartet. Und zwar hat sie gesagt, wir wissen, dass viele junge Menschen Ausbildungsplätze brauchen. Wir wissen aber auch, dass im Altenpflegebereich Auszubildende fehlen. Ist aufgrund der Fliegensätze relativ kompliziert, über den Bedarf hinaus auszubilden. Ein Industriebetrieb kann das machen, die Georgs-Marienhütte macht das vorbildlich. Aber im Alten- und Pflegebereich ist es aufgrund der Beitragssätze problematisch. Deswegen ist hier auf die Idee gekommen, und zwar im Einklang mit den Sozialträgern, AWO, DRK, die kirchlichen Einrichtungen, 150.000 Euro in diesen Kreistag einbringen zu wollen, um zusätzliche Ausbildungsplätze für junge Menschen zu schaffen, die sich wohlwollend um ältere Menschen kümmern wollen. Jutta Heinrich, herzlichen Dank für deinen Rieseneinsatz. War ein tolles Ding. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Antrag gelaufen ist. Ich brauche euch das nicht weiter zu erklären. Es gilt immer hier in dieser Region Geld für Beton, kein Geld für Köpfe. Schüler und Bildung. Wir erleben im Moment in Niedersachsen etwas, was ich in der Tat nicht für möglich gehalten hätte. Und zwar, wir haben, und das müssen wir auch, glaube ich, in Eigenerkenntnis unserer eigenen Politik anerkennen, dass wir gewisse Unsicherheiten in unser eigenes Bildungssystem hineingetragen haben. Und Klaus-Peter, ich glaube, wir beide sind einer Meinung, dass auch der Vorgänger des jetzigen Ministerpräsidenten nicht immer ganz glücklich in seiner Handhabung gegenüber der Bildung war. Ja, können wir auch uns so sehen. Nur das, was jetzt passiert, ist undenkbar gewesen in allen Flächenländern, die ich kenne. Dass man ein zentrales Bildungsangebot, das über Jahrzehnte in diesem Land diskutiert worden ist, aber sichergestellt worden ist, dass man das kalt stolz mit einem Federstrich beiseite schiebt. Wenn ihr euch mal die Bildungslandschaft anschaut, und dort bedeutet, was gemeinsame Schule oder mit einem anderen Ausdruck, aber auch einem anderen System Gesamtschule bedeutet, dann bedeutet das, Menschen zusammenzuführen, die gelegentlich Schwierigkeiten haben, miteinander zu harmonisieren. Der große Gedanke der Gesamtschule ist ja, systemisch Menschen aus unterschiedlichen Sozialstrukturen zusammenzuführen, eine Harmonisierung herbeizuführen und sie sich dann entfalten zu lassen. Lasst mich übrigens einen Gedanken dazu loswerden, der mich immer noch verfolgt bei der Fragebildung. Wir hatten einen tollen Bildungsminister in Nordrhein-Westfalen, der war danach Ministerpräsident, Johannes Rau. Und Johannes Rau hat als Bildungsminister postuliert, Elite ja, aber Elite kann nur durch ein unglaublich starkes Fundament der breiten Bildung geschehen. Und das war der Ansatz, der in Nordrhein-Westfalen verfolgt ist. Das ist auch der Ansatz von Gesamtschule. Und dieser Ministerpräsident entsorgt sich kaltschnäuzig mit einer unglaublichen Härte eines Systems, das hier in diesem Land eine Zukunft haben müsste, übrigens in keinem anderen Bundesland zur Disposition stellen.
In Hessen nicht, in Nordrhein-Westfalen nicht. Und hier beseitigt er die 13. Klasse, die Klasse, die man braucht, um gut Ruhe entwickeln zu können, macht dasselbe mit den Fachgymnasien. Ich sage euch, Genossinnen und Genossen, das ist eine Attacke auf die Zukunft unseres Landes, die können wir so nicht hinnehmen. Die Kreistagsfraktion bringt ein in die nächste Kreistagssitzung eine Resolution, nein zum Turbo-Abitur. Ich freue mich sehr auf die Auseinandersetzung, die dort stattfinden wird. Ob die große Mehrheit der Fraktion im Kreistag Osnabrück den Arsch in der Hose hat, zum eigenen Schulsystem zu stehen, ja oder nein, ob sie einknickt vor dem Diktat aus Hannover von Christian Burg. Genossinnen und Genossen, Bildungsstaatsaufgabe. Und auch an uns selbst umgekehrt zu sagen, nicht parteiisch. Unsere Bildungslandschaft braucht Ruhe, Nachhaltigkeit, Liebe, Zuversicht und Lehrer, die für ihre Arbeit fair und respektvoll behandelt werden. Den Anspruch und Erzieherinnen haben sie alle. Mein Appell an Christian Wulff: Herr Wulff, halten Sie sich aus der Bildung heraus. Sie haben bewiesen, Sie können das. Genossinnen und Genossen, Konjunkturpaket 2. Ist hier ein Mensch durch die Gegend geschlichen, hat bei einem riesen Zeitungsaufschlag 60 Millionen Euro per Einschlag vertickt für die Region Osnabrück. Gespeist aus unterschiedlichen Fördertöpfen, im Großen und Ganzen einmal ein kommunales Konjunkturförderprogramm. Die Idee dahinter ist, dass neben der Abwrackprämie die Wirtschaft in der Fläche gestärkt werden soll. Darum ging es darum, kommunale Investitionen zu stärken, einmal in der Hoffnung, dass die Kommunen selber in die Hand nehmen, das hat man übrigens auch erzwungen, und in der zweiten Hoffnung, dass das, was unseren Staat stark und kräftig macht, auch in der Krise, nämlich die regenerativen Energien nach vorne gebracht werden. Es gibt übrigens, wenn euch das interessiert, jetzt auch im Bundesumweltministerium den Umweltatlas 2.0, und in dem steht genau beschrieben, welche Auswirkungen auch ökonomisch die erneuerbaren Energien für unser Land haben. Ihr werdet Zahlen finden, die euch unglaublich verwundert werden. Es gibt Teilbereiche der Exportwirtschaft, wo deutsche Firmen 90% des weltweiten regenerativen Energiebedarfs durch ihren Anlagen- und Maschinenbau stärken und produzieren. Und dieser Bereich, Genossinnen und Genossen, bricht nicht ab. Der Windanlagenbau, bester deutscher Maschinenbau, beste deutsche Kunststoffindustrie, bricht nicht zusammen, sondern boomt. Das heißt, das ist unsere Zukunft, das ist Zukunftstechnologie, und ich kann den Minister für Umwelt und Energie nur unterstützen, dieses zu fördern, auch hier in der Region Osnabrück zu fördern und von der Kernkraft doch bitte Abstand zu nehmen.